Ja, toll. Jedenfalls, meine Freundin ist süchtig, Fortnite-süchtig. Die spielt Tag und Nacht wirklich. Es ist ein Wunder, dass sie gerade nicht... Damn! So, Leute, das bin ich, Nelson. Ich bin, wie soll man sagen, eine coole Socke. Okay, sehr lustig, Kameramann. Jedenfalls, das bin ich und das ist meine Freundin und sie ist echt wunderbar. Gewesen. Hey, Goldene Scar, Jackpot! Was für ein dreckiger Camper. Wo springt ihr denn alle hin? Ohne Sinn, springt doch gleich von der Karte. Was für ein 31er, er dachte, könnte sich an mich anschleichen. Ich finde das nicht in Ordnung, was du da machst. Nimm doch mal dieses Ding ab, du hörst mich doch überhaupt nicht. Hallo, Erde an Freundin, bist du da? Was hast du gesagt? Ich habe nichts gesagt, ich habe was gefragt. Und was hast du gefragt? Ach, nichts Besonderes. Ich wollte nur wissen, warum in meiner Handytasche jetzt Brot drin ist und mein Handy nicht. Woher soll ich das wissen? Oh. Ich glaube, da war ich nicht ganz aufmerksam. Ach, ist doch nicht schlimm, das kann doch jedem mal passieren. Eben. Nee, nicht eben. Da ist eine Wurstscheibe auf meinem Handy. In meiner Handytasche ist Brot. Das ist nicht normal. Du wolltest dich auf meinem Laptop stellen letzte Woche, weil du dachtest, es ist eine Waage. Du wolltest mit der Waage im Internet surfen. Du hast dich vor 2 Tagen mit Motoröl geschminkt. Unser Auto hast du mit Schminke eingerieben. Du bist süchtig. Süchtig nach Fortnite. Du hast völlig recht. Ich bin einfach süchtig. Ich bin gar nicht mehr in der Realität drin. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mache. Ich meine, ich lege Wurst auf ein Handy. Aber ich werde mich bemühen, okay? Ich werde eine bessere Freundin. Versprochen. Aber erst spiele ich noch ein bisschen weiter. Bruh. Ich hab da aber keinen Bock drauf. Ja, ich hab auch keinen Bock drauf. Aber der Therapeut kann dir helfen, dass du nicht mehr so süchtig bist. Außerdem, du kannst Fortnite auf dem Handy spielen. Du besetzt die ganze Zeit meinen PC. Entschuldigung, ja. Du kennst dich ein bisschen aus. Wir suchen die Praxis von Dr. Fake. Ach, Dr. Fake? Ja, die ist hier. Ach, hier in dem Haus, oder wie? Nein, die ist hier draußen. Ist doch viel besser hier, als irgendwo drinnen zu versauen. Riech doch mal hier, wunderschön. Hier, die Vogelkacke, kannst alles riechen. Hier ist wunderschön. Die heißen Dr. Fake? Woher kommt denn eigentlich der Name Fake? Ja, Fake, das ist aus dem Sibirischen. Das heißt so viel wie der Arzt, den man vertrauen kann. Ja, toll. Jedenfalls, meine Freundin ist süchtig, Fortnite-süchtig. Die spielt Tag und Nacht wirklich. Es ist ein Wunder, dass die gerade nicht... Damn! Du sollst die Sucht aufgeben und ihr nicht nachgehen. Tu das Handy weg. Ist ja gut. Schau mal dein Leben, du Scammer. Was ist ein Scammer? Möchten Sie bar zahlen oder mit Karte? Was? Ich würde mit Karte bezahlen. Ja, sehr gut. Dann her damit. Momentchen. Ja, danke. Ich gehe da mal in die Praxis und erledige den Papierkram, ja? Ich dachte, hier draußen ist Ihre Praxis. Ja, das ist eine Zweitpraxis, ja? Können Sie mir noch den PIN sagen von der Karte? 6969. Woher weißt du die PIN von meiner Kreditkarte? Wieso nicht? Mit irgendwas muss ich doch die V-Box bezahlen. Entschuldigung, ich gehe da mal in die Hauptpraxis und wir sehen uns gleich. Okay, bis gleich. Also, ganz ehrlich, ich glaube, der Arm hat sich echt verlaufen oder so. Ja, ich würde sagen, dass wir einfach morgen nochmal hier in seine Außenpraxis kommen. Das Gute ist, er hat ja meine Karte, er hat auch meine PIN. Kann das Finanzielle schon mal alles abwickeln. Ja. Goldene Scar Jackpot! Das geht doch nicht. Ich glaube, ich träume, der Rechner ist ja frei. Ja, am Handyspielen macht viel mehr Spaß. Hey, aber dann sind unsere Probleme doch gelöst. Ich wollte doch nur, dass der Rechner frei ist. Also stört sich gar nicht, dass ich Fortnite spiele? Nein! Es ging die ganze Zeit nur um den Rechner? Ja! Aber nicht damit du selber Fortnite spielen kannst, oder? Ja, Leute, das bin ich nochmal. Und ich bin halt echt eine coole Socke. Oh, das war beim ersten Mal schon nicht lustig. Okay, also das bin ich und ich liebe Fortnite. Aber was noch besser ist, meine Freundin liebt auch Fortnite. Also, ich kann spielen ohne Stress. Life is good. Das war das Video, Leute. Meine Freundin ist Fortnite-süchtig. Alle spielen Fortnite. Ist das Spiel noch im Hype? Schreib es mal in die Kommentare. Vielen, vielen Dank an Emil. Super gespielt, Dennis sowieso, Maschinen, beides Maschinen, Instagram ist unten verlinkt, checkt beide aus, folgt auf jeden Fall denen, sind echt coole Leute. Und schreibt mir in die Kommentare, mit welchem YouTuber soll ich als nächstes ein Video machen. Ich habe jetzt schon mit einigen was gemacht, will aber noch mit mehr machen. Mit wem soll ich was machen? Schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr noch was sagen? Nö. Dann bis zum nächsten Mal.
Du hast dich auf eine Waage gestellt. Scheiße. Boah, sind wir krass. Ja, scheiße. Kacke. Was für ein dreckiger Kämpfer. Oh nein, Kämpfer. Okay, warte. Ja, du weißt nicht, was drin steht. Du musst nichts machen. Okay, live. Ah, da hat sich einer mit dem falschen eingelegt. Da hat sich einer mit dem falschen eingelegt. Oh, ah! Oh, 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 wie schnell der bauen kann. Aber ich kann schneller bauen. Falle. Schatz, hier ist eine Nachricht von der Bank. Ihr Konto ist bei minus 5000 Euro. Hä, wieso das denn? Ah, das ist bestimmt nur ein Fehler. Goldeska!